Martin Hammann, was für ein Wochenende. Also heute bist du rausgefahren bei 2,24,5, als ob du den ersten Weltcupsieg geholt hättest, oder? Ja, also so habe ich mich ja gefreut. Das war der Wahnsinn. 224 Meter macht mehr Spaß als 180. Ja, und ein halber, den hast du jetzt unterschlagen. Und ein halber. Ja, also was für ein Wochenende eigentlich. Klar, gehst du mit ganz anderen Erwartungen ran als vielleicht ein Richard Freitag oder ein Andy Wellinger. Aber ich finde, du hast deine Sache bravourös gelöst an diesem Wochenende. Ja, so sehe ich das auch. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das erste Skiflugwochenende. Und klar, die zweiten Durchgänge hätten, oder die erste Quali hätte immer mal noch ein bisschen besser sein können. Aber die Coolness, die kriege ich vielleicht auch noch. Und erstes Skifliegen, vielleicht schon ein kleines Fazit. Strengt doch ein bisschen mehr an als eine grundnormale Großschanze, oder? Ja, ein bisschen mehr strengt es an. Im letzten Sprung hat sogar ein bisschen der Oberschenkel zugemacht. Aber war das habe ich gerade gehört, so ein bisschen bei der Korrektur mit. Hast du einen Krampf im Oberschenkel gekriegt? Ja, tatsächlich, wo ich in den Radius reingefahren bin. Was nicht alles gibt innerhalb von 2,5 Sekunden. Gut, aber jetzt haben wir das Wochenende, also haben wir kurz besprochen. Wie ist der Ausblick nächste Woche nach Lahti mit? Oder gibt es da noch leichte Bedenken? Ich gehe nächste Woche mit nach Lahti und dann schauen wir wieder weiter. Und das sind ja schon mal gute Aussichten, auch für die Jungs und Mädels, die Fans von AWERT Wintersport Talk. Du wirst uns bestimmt mal das eine oder andere Bild schicken und vielleicht dich auch dann von oben melden. Wir drücken dir die Daumen dafür und eine gute Reise. Hol dich gut. Was liegt eigentlich an? Springt man jetzt nochmal dazwischen vor Lahti oder lässt man die Ski im Skisack und springt dann erst in Lahti wieder? Ich denke, ich lasse die Ski im Skisack und dann werden wir in Lahti sehen, was hergibt. Alles klar, dafür drücken wir die Daumen. Wir hoffen, euch hat das Wochenende auch Spaß gemacht beim Zuschauen und schaltet nächste Woche wieder ein. Lahti geht's ja schon weiter. Bis dahin, schönen Sonntagabend und tschüss aus Oberstdorf.